So, dritter Teil. Als Firma Spielen programmieren interviewe ich jetzt jemanden, der wirklich Spielen programmieren beibringt, nämlich seinen Schülern seit 20 Jahren, schätze ich mal. Ja, unterrichtest du Programmieren? Ja, seit 1981. Ja. Seit 1981. Okay, dann sag uns. 30 Jahre. Was? Seit 30 Jahren? Was war das schönste Erlebnis bis jetzt? Also im Zusammenhang mit dem Unterricht. Mit dem Unterricht. Oh, das ist jetzt schwer zu sagen. Eines der schönsten. Ja, das ist oder befriedigendsten. Ich bin unheimlich gern Lehrer, ja, jeder Tag schön. Kann man gar keine einzelnen Höhepunkte heraus. Ja, weiß jetzt gar nicht, auf die Schnelle. Okay, ich habe gehört, du machst mit der Konkurrenz, du bringst deinen Schülern bei, wie sie Computerspiele programmieren im Unterricht. Ich glaube nicht, dass das eine Konkurrenz ist, sondern eher eine Ergänzung. Das ist immer wieder das Problem eben bei Programmieren. Ja, wenn ich einen Programmierkurs anbiete, so ist der, ja, glaube ich eher, das ist Fahrt, die ganze Geschichte. Selbe Erfahrungen mit C-Programmieren. Meine ersten Programme eben lauten so irgendwo 4 plus 3. Dann steht irgendwo ganz unten in der Konsole eben 7. Das ist nicht sehr erheiternd für die Schüler. Das Rest hast du aus Erfahrung rausgebracht? Ja. Wenn ich dann also Turmrechnungen mache in C und dergleichen, das ist schon etwas anderes, wenn sie also Strafaufgaben machen müssen mit Türmen und dergleichen, wenn sie hier schnell etwas haben. Oder ich mache immer 6 aus 45 programmiere ich immer eben die Lottozahl für die nächsten Wochen. Okay, das geht dann schon ein bisschen, aber irgendwie ist es nicht so richtig lustig für die Kids. Ja, und dann habe ich eben bei einer Messe einen Kollegen kennengelernt, der Spiele programmiert. Dann habe ich eben diese Idee aufgegriffen und habe gesagt, okay, wir programmieren das nächste Mal Spiele. Da hat mich eben der Kollege auf Python gebracht und jetzt habe ich wirklich selber versucht, hier in diese Richtung etwas zu machen, eben mit Turtle und dergleichen mehr. Ja. Kann man so wunderschöne Sachen machen, die, wo die Schüler also wirklich gern mit Freude dabei sind. Sehr gut, ja. Seit wie vielen Semestern hast du das jetzt probiert? Das läuft erst jetzt das zweite Semester. Das erste Semester eigentlich. Erste Semester. Ja. Und die Schüler, die sind wie alt circa? Die Schüler sind 16 und 17 Jahre alt. 16 und 17 Klasse, ja. Und die reagieren gut darauf? Die perfekt, ja. Das freut mich auch. Okay. Kannst du noch sagen, wer dieser geheimnisvolle Kollege war? Ja, da Jens? So. Also es war ich. Okay.